Moin Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge Pokémon Strahlender Diamant. Und in der letzten Folge haben wir Cresselia gefangen. Jetzt folgen nur noch drei Pokémon. Und zwar Shaymin, Darkrai und Arceus. Bei Arceus kann es noch lange dauern. Und zwar in dem Brief, den wir bekommen haben vom guten alten Eich. Ein Brief von Professor Eich. Er bittet dich, zur Route 224 zu gehen. Und die Route 224 ist hier in der Pokémon-Liga daneben, so rechts da dran. Und zwar müssen wir dann hier runter. Ich weiß noch, in dieser Höhle so eine Abgrenzung. Der war zuvor versperrt. Chefrum, was machst du? Chefrum, Junge. Kramchef, was machst du da? Komm ich auf Chefrum. Ist gar nicht. Wie war denn der Weg? Ich muss gleich nochmal Schutz anmachen, auf jeden Fall. Weil sonst kommen wir hier keine 2 Meter. Müssen wir auf jeden Fall hier lang. Einmal runterkraxeln und da rechts sehen wir es schon. Ja, ich möchte einmal hier runter. Das müsste der Weg sein. Wie kommt man da denn nochmal hin? Gegen die Trainer hier schon gekämpft? Ja, haben wir. Okay, wir müssen hier lang. Und dann hier rein. Ah, warte, da, das ist das Item. Möchte ich gerne noch mitnehmen. Also ich glaube, dass es der Weg war. Fläschchen Zink. Also der Weg war hier auch zuvor versperrt. Auf jeden Fall müssen wir hier einmal dann lang gehen. Hier durch und dann brauchen wir auflockern. Ah, aber davor finden wir nochmal ein Mädchen, was sich Charlie nennt. Das ist Charlie. Und du bist? Verstehe, John. Ich kann dir helfen. Kannst du mir helfen? Ich muss durch diese Höhle. Gehst du mit mir durch sie durch? Ja, können wir machen. Aber lass mich zuvor bitte einmal auflockern. Nein, ich habe mich fast verklickt. Der Raptor einmal auflockern, danke. So, und dann müssen wir wieder surfen oder hier lang. Achso, ich kann gar nicht surfen, wenn sie dabei ist. Ich kann doch wenigstens Stärke einsetzen, oder? Wäre jetzt so ein bisschen lächerlich gewesen, wenn nicht. Kurz den Pocket weg. Danke. Hier einmal durch den Kampf müssen wir. Also das ist ein Doppelkampf. Mal sehen, was sie so für Pokémon hat. So, sie hat ein Arcani. Okay. Aber Bedroher. So, Schmarotzer. Wie ist das? Sternschauer. Ja, macht nicht wirklich viel. Wie die fast nicht besiegt. Welches Level sind die denn? Gar nicht drauf geachtet. Ja, auf der gleichen Levelkurve wie wir. Danke dafür. Die geht fast weg. Jetzt bleibt nur noch Pachirisu oder die haben noch mehr Pokémon. Ja, okay, Galoppa. Jetzt werfen wir mal eine Flugattacke ein. Arcani, kannst du auch mal bitte eingreifen? Ja, ich habe immer noch die Animation aus, damit das hier ein bisschen schneller geht, weil es geht ja hier eigentlich jetzt nur darum, das Pokémon zu fangen, was sich Shaymin nennt, und nicht hier noch um Kämpfe. Wir sind ja schon Champ, also müssen wir es hier niemandem beweisen. So, Galoppa besiegt. Pachirisu muss aber unbedingt auch mal weg.
Der Kramschaffel Level 57. Papinella. Okay. Hoffentlich überlebt das Kramchef. Das überlebst du, ja. Wanted KO Papinella und Akani, kannst du jetzt mal bitte angreifen? Geh doch einfach auf das verfickte Pachirisu. Als ob das so schwer wäre. Ja. Raus mit dir, Kramchef. Hast schon genug geleistet hier. Knackrack. Sorry. So, Dampfholz. Ne, Schaufel. Bei mir ist es eigentlich. Komm, scheiß auf die. Scheiß drauf. Ist doch scheißegal, ob ihr Akani stirbt. Wir werden doch sowieso geheilt. So hat. Hat sie auch noch ein Pokémon? Knackrack 71. Knackrack ist echt weit oben gelabelt. Azumarill, okay. Ja, Dampfwalzer kann jetzt down. Das ist mir eigentlich relativ egal, weil das hat ja eh nichts gemacht, außer rechte Hand, was nichts bringt. Hat sie denn noch ein Pokémon? Frage ich mich hier, die Charlie oder wie die hieß. Anscheinend nicht. Ja, nochmal Dampfwalzer, Azumarill ist weg. So. Noch ein Pokémon hat die aber bestimmt nicht, oder? Ach, okay. Die hat echt noch ein Pokémon. Verarsch, wenn er anhand. Vergessen. Ah, One-Hit KO, Volltreffer, Critical Hit. Knackrack, I love you. Alle Level aufgestiegen außer Knackrack. Ja, moin. Ja, das ist schön. Oh, Dicker. Ja, ich sehe es doch, dass jeder Level aufgestiegen ist. Musst du mir nicht immer sagen, dass man das auch nicht ausstellen kann. So. Aber zumindest können wir jetzt endlich weiter hier. So, müssen wir hier lang? Bin mir unsicher. Hier ein richtiges Labyrinth. Erstmal. Ne, hier kommen wir gar nicht lang. Erstmal hier so schauen. Bevor ich das Labyrinth da gehe. Hallo? Hört sich das scheiß ernst. Dann. Ich weiß nicht, möchte ich da jetzt noch lang gehen? Ja, nee. Geh in dieses Labyrinth hier. Ja, was ist mit ihr? So. Ja, okay, warte. Hier ist jetzt. Das Labyrinth ist echt bescheuert. Jucken, es ist so dumm. Nee, hä, hier kommen wir auch nicht lang. Ja, dann. Müssen wir ja obviously da lang. Oder? Hier können wir noch lang. Ja, hier können wir noch lang. Nice. Alter. Junge, was ist das denn hier? Das. Oh, hier kann man das so viel skippen. Gehen wir da hoch? Nein. Obviously nicht. Nochmal einen Scheißkampf hier. Wir, die haben ja zu viele Pokémon. Okay, drei Pokémon, das geht noch.
Girafarik und Palim, oder wie der heißt. Klingplim. Palim Palim ist die Weiterentwicklung. Ich glaube, Klingplim müsste der heißen. Ja, Klingpling. Marotzer. Okay, Klingplim besiegt. Ah, sorry. So, jetzt noch Girafarik. Down. So, und jetzt kommt noch ein Palim Palim. Marotzer auf Palim Palim. Kein One-Hit. Psychokinese auf Arcani. Dass Arcani auch nicht angreifen kann. Ey, Digga, wen juckt Silberblick? So, Palim Palim ist besiegt. Und wir können weiter. Hier Kramschöpf Level 59. Das ist schon mal schön. So. Dann geht es hier einmal weiter. Zum nächsten Kampf. Oh wow. So. Diese fette Katze und ein Onyx. Ja, Arcani jetzt aber bitte angreifen. Schmarotzer. Onyx. Okay. Aber wenigstens greift Arcani an. So, mach Romai. Okay. Und einmal einen Flügelschlag. Jaula. Junge. Oder eher gesagt, Vibe, greif doch an. Nochmal ein Schmarotzer auf Schnurgas. Arcani, verarsche jemand anderen. Okay. Dann ja, Junge. Der Schmarotzer und Schnurgas ist weg. Dass Arcani auch nicht angreift. Das fuckt mich schon ein bisschen ab. Nach Crack Level 72. Nein, ich möchte nicht Bodychecker lernen. Rock. Ah, scheiß doch nochmal ein Schmarotzer. Ey, Arcani. Ich fühle mich richtig verarscht von Arcani. Ja, was für rechte Hand, greift doch einfach an. Junge, es triggert mich so hart. Kramschöffel Level 60. Alter, wie viel Pokémon habt ihr denn noch? Marotzer. Kani, greif an. Ich raste gleich aus, ey Junge. Junge, rechte Hand, wen juckt es? So, ich möchte jetzt bitte weiter. Ohne hier von irgendeiner Scheiße belästigt zu werden. Ja. Ah, hier sind wir richtig. Dieser Weg führt zu einem Felsen. Ich wollte nur sehen, von welchem Pokémon er ständig aufgesucht wird. Das ist alles. Ich weiß, deine Hilfe zu schätzen. Zumindest ein wenig.
Ist das dein Scheiß Ernst? Finden wir hier oben mal noch das Item. Eine Riesenperle. Ja, super. Das ist ja der richtige Weg, ja. Nein. Super, jetzt sind wir hier richtig. Junge. Ich laufe extra da lang, damit er mich nicht sieht. Und dann dreht er sich einfach um. Vladimir. Staravia. Ist dein Scheiß ernst? Als ob du nur ein Staravia hast. Vogel gegen Vogel. Marotzer. Level 52. Nochmal ein Ruckzuck-Keep. Staravia besiegt. Philippa. Niesel. Okay. Das zieht nicht wirklich viel. Okay, das zieht deutlich mehr. Wir gehen auf Ille Voltec. Ich mach für vierfachen Schaden. Auf Wasserflug. Donnerblitz. Oh, Critical, nice. Hoffentlich hat er noch einen Flug-Pokémon. Damit wir hier schneller durchkommen. Ein Golbat. Donnerblitz. Und Golbat ist besiegt. Mit noch einem Critical. Bester. So, darf ich jetzt bitte weiter, Wladimir? So. Na, hier hätte man sich damals mit einem Glitch schon Shaman holen können. Hoffentlich sieht er mich nicht. Ja, egal. Dafür jetzt aber einen wilden Pokémon hier begegnet. Nehme ich auch gleich von der ersten Stelle erstmal runter und packe da Ille Voltec hin, weil wir das bei Shaman gut gebrauchen können. Okay. Als ob da jetzt noch ein Trainer stand. Wow, ich wurde gebildet. Okay, aber nur ein Pokémon. Metagross. What the hell? Was wird's jetzt mit Metagross? Junge. Wird die Attacke ab. Verfehlt wieder. Ja, Junge. Bleib doch an. Danke. Donnerblitz und Metagross ist weg. Und drei Level Ups. Ille Voltec, Kramchef und Gardevoir. Aber das sind jetzt erstmal egal, wir wollen nämlich weiter.
Oh, ich kann ja nicht wahr sein, ich hätte Schutz anlassen sollen. Aber naja, egal. Visuelle Voltec, das interessiert uns jetzt hier aber nicht. Oh, ein blaues Gastrodon. Muss sagen, das Blaue gefällt mir zwar von der Farbe her mehr als das Pinke. Und dafür finde ich die Kopfform mit diesen Ohren oder Hörnern, was das da auch an den Außen da so ist, beim Pinken deutlich besser. Bis hier noch. Hier gibt's, kann man noch surfen, aber hier steht Professor Eich. Ach, ich habe schon auf dich gewartet, John. Lass uns sofort zur Sache kommen, ja? Sei bitte so nett und wirf einen Blick auf diesen Felsen. So einer wurde auch in der Kanto-Region entdeckt. Ganz schön mysteriös, was? Würdest du mir helfen, das Geheimnis, das hinter diesem Felsen steckt, zu enthüllen? Ich habe versucht, die Schriftzeichen auf diesem Felsen zu entziffern. Anscheinend der ewigen Trainer darauf, ihre Gefühle der Dankbarkeit, nachdem sie auf ihren Abenteuern als Person gereift sind. Du bist dafür also perfekt geeignet, deshalb bitte ich dich auch um deine Hilfe. Auf deiner Reise bist du sicher vielen Menschen und Pokémon begegnet und hast viel erlebt. Und sag mir bitte, was du jetzt gerade fühlst. Verrate mir, wem du am meisten danken willst. Was weiß ich, wen ich danken will? Ich möchte danken. Alblali. Danke dafür, Alblali. Am meisten möchtest du also Alblali danken. Bist du dir da wirklich sicher? Ja. Danke dafür, Alblali. Oh, ein Shaman. Und es rennt wieder zurück, wow. Anu? Was war das denn für ein Pokémon? Besteht zwischen ihm und diesem Felsen etwa eine Verbindung? Wohin ist das Pokémon nur verschwunden? Na, den Weg da, du Depp. Da fragst du dich bestimmt auch. Das fragst du. Nein, ich weiß nämlich, wo es hingegangen ist, und zwar diesen Weg hier. Ja. So ein Vollidiot. Ja. Hat sich auf der Karte eigentlich noch was verändert? Ah ja. Interessant. Dieser Weg ist, glaube ich, auch länger als die chinesische Mauer. Kramchef kommt schon gar nicht mehr hinterher. Ja, jetzt. Ob wir einfach schneller sind als ein fliegender Vogel. Wir outspeeden ihn einfach. Einfach Wettrennen gegen Kramchef. Ah, da sind wir endlich. Irgendwas mit dir, Kramchef, Junge. So. Hier speichern wir einmal. Sehr schön hier. Und jetzt reden wir einmal mit dir, um dich zum Kampf herauszufordern. Game! Ja, gut. Das ist weiß. Alter, TSGO Flashbang oder was? Shaman erscheint. Was soll Shaman eigentlich darstellen? Ein Igel oder ein Hamster? Diesmal vergesse ich es nicht, einen Flashball zu werfen. Das wäre doch jetzt schön. Komm. Ah, wäre auch zu schön gewesen.
Nein, ich möchte keinen Ball werfen. Ich möchte jetzt erstmal dich paralysieren mit der Donnerwelle. Klappt das nicht? Ah doch. Ihr habt mich schon gefragt, so, hä, was war da los? Welches Level ist das Viech? 30, okay. Dann greife ich es wohl besser nicht an. Finsterball, Flieg und Sieg. Natürlich bricht es aus. Ja, wir müssen mal kurz auswechseln. Kurz auf Panferno. Dem guten alten Feuerkampf-Starter. Ja. Nächster Finsterball, da bleibst du aber bitte drin, Shaman. Bist gerade mal Level 30. 2, 3. Und da haben wir Shaman gefangen. So. Es lebt auf Blumenwiesen und rollt sich ein und selbst wie eine Blume auszusehen. Und so unerkannt, unerkannt zu bleiben, okay. Ja. Gibt's hier noch irgendwie was, was Eich mir dann noch zu sagen hat, nachdem ich es gefangen habe? Naja, dieser Weg ist einfach viel zu lang. Was haben Sie sich eigentlich nur dabei gedacht, diesen Weg so unnormal lang zu machen? Junge, wie lange noch? Vielleicht 1000 Jahre später. Jetzt mal for real, wie lang ist das? Ah, jetzt. Wo bleibt Plamsche? Auch mal da, nee. Eich ist weg. So, aber als erstes fliegen wir mal kurz. Wo ist denn die schöne Stadt? Ja, hier, Flori. Und ja, wenn wir schon dabei sind, weil ich wollte Shaman ins Team packen, weil wir noch irgendwie ein Item oder so bekommen, womit wir die Form ändern können. Ah, fuck, da muss ich gleich aber nochmal gucken, dass ich die Zeit umstelle. Ja, wenn wir schon dabei sind, können wir alle mitnehmen. Mit Heatran, Giratina, Shaman. Und ja, wer sollen wir noch mitnehmen? Was für Tobots? Ah, nochmal, dann nehmen wir mal die Alga noch mit. Und nehmen wir mal Tobots noch. Wir jeden mal hinter uns herlaufen lassen. Zu schauen, wie das aussieht. Da muss er auch gleich, nachdem wir das Item hier, glaube ich, von ihr oder so bekommen haben. Ja. Ja, damit, das geht, glaube ich, nur am Tage. Deshalb, ja, müssen wir mal schauen. Muss ich die Zeit von der Switch nochmal umstellen. Mit dieser Blumen manchmal auch als Teil eines wie wird das Wort ausgesprochen? Keine Ahnung, Junge. Kann man an speziellen Tagen eine Dankbarkeit ausdrücken? Oder gilt das auch? Keine Wirkung, ja, im Bau. Warum sind die eigentlich noch angeschlagen? Was ich mich frage. Weil auf der Box werden die doch geheilt. Ist das nicht mehr so? Schauen wir uns mal an, wie das als. Alter, wie klein ist die Alga? Okay, es fliegt aber. Lustig. Robots, wie siehst du aus?
Ja, das ist auch so klein, aber okay, da kann man sich das eigentlich gut auch vorstellen, dass das so klein ist. Aber bei die Alga, naja. Für Giratina auch viel zu klein. Okay, aber wie hättest du das auch anders machen sollen? E-Train, wie groß bist du? Digga, was bist du denn für ein Viech, Alter? Sieht aus wie so ein Frosch, Junge. Ja. Cresselia. Ja, der ist ja schnell. Ja, und einmal noch das gute alte Shaman. Als Begleiter wählen. Das ist auch nicht gerade schnell. Ja, ist aber süß. Wie es hier so lang koppelt. So, dann speichern wir einmal kurz ab. Und ich stelle mal die Uhr um, also bis gleich. So, hier sind wir auch schon bei Tage. Einmal kurz die Uhr umgestellt. Und dann können wir auch einfach ganz easy Shaman umwandeln in die andere Form. Dieses kleine Viech hier. Und ich finde es einfach voll nice, wie es hier einfach so in der Luft einfach rumläuft und dann so hopst. Ist zu wild. Ja, okay, was war da gerade los bei dir? Das ist einfach nice. Das Viech ist jetzt, glaube ich, auch vom Flugtypen, weil sonst wäre es ja dämlich, dass es fliegen könnte. Bin mir sicher, dass es vom Flugtypen, das wollte ich jetzt nicht. Bericht. Ja, Pflanzeflug. Aber ich muss ganz klar sagen, vom Design gefällt mir das andere Shaman tausendmal besser. Okay, das kann anscheinend, glaube ich, nur per Nacht ausgeführt werden oder sowas. Damit, das wollte ich jetzt nicht. Würde ich aber erstmal sagen, war es das mit diesem Video. Wenn das Video euch gefallen hat, dann lasst doch gerne eine positive Bewertung da. Abonnieren nicht vergessen, um kein Video mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal und ciao.